Richard Andrew Poplawski wurde am 12. September 1986 in den USA geboren. Er lebte mit seiner Mutter und seiner Großmutter zusammen. Aus einem Marine Corps Bootcamp wurde er rausgeworfen, weil er einem Drill Sergeant sein Essenstablett nachgeworfen hatte. Mit 17 war er bereits das erste Mal verheiratet, mit einer Frau, die er während einer Jugendstrafe in der Haftanstalt kennengelernt hatte. Die Ehe hielt etwa 2 Jahre. Die Scheidung traf ihn offenbar hart. Seine nächste Freundin musste eine Bannmeile gegen ihn erwirken, gegen die er aber verstieß. Nachbarn berichteten von Schlägereien und rassistischen Äußerungen gegen Afroamerikaner. Er verlor seine Arbeit in einer Glasfabrik. Am 4. April 2009, als einer seiner Hunde auf den Teppich seiner Mutter uriniert hatte, bedrohte er sie. Sie rief die Polizei, damit ihr Sohn aus dem Haus entfernt werden würde. Es kam zu einer 4-stündigen Schießerei, bei der Poplawski 3 Polizisten tötete und 2 weitere schwer verletzte. Erst eine SWAT-Spezialeinheit konnte Poplawski schließlich festnehmen. Am 28. Juni 2011 wurde er wegen dreifachen Mordes zum Tode durch eine tödliche Injektion verurteilt. Er befindet sich bis heute in Haft und wartet auf seine Hinrichtung.